So, meine Lieben, willkommen zurück zu TKG Tödliche Schokolade. Und wir sind immer noch bei Katjas Eltern und wir werden jetzt mal hier rumprobieren. Ich weiß noch nicht, mit wem wir, bei wem, Karl zu Hause vielleicht? Oder Karl hier? Karl Vierstein am Zeitungskiosk. Hallo, Herr Peper. Ach, Peper heißt er. Tag, Karl. Was kann er Sie fragen? Wie geht es denn Katja? Aha. Haben Sie das neue Pop-Shock mit dem Special über die Wild Girls? Oh Gott. Wie geht es denn Katja? Ja, das können wir mal fragen. Katja geht's prima. Wunderbar. Die Entscheidung, die Klasse zu wiederholen, war goldrichtig. Was? Mathe ist jetzt kein Problem mehr. Und sie geht nicht mehr so ungern zur Schule. Ah, ja, da war ja was mit dem Herrn Mathelehrer. Okay. Da unten steht so eine merkwürdige Abkürzung. Weißt du, was das heißt? BBB? Ja, das ist eine Adresse im Internet. Mhm. WWW steht für World Wide Web. Aha. Was so viel heißt wie weltweites Netz. Ja. Die Endung com bedeutet, dass es eine amerikanische Seite ist. Mhm. Und hier findet man alles über die Wild Girls. Wild Zum Beispiel Girls. Tourneedaten oder kann Autogrammkarten bestellen oder sich mit anderen Wild Girls Fans elektronische Briefe schreiben, also E-Mails. E-Mails? Das ist dem Herrn Peper zu viel. Das ist dem Herrn Peper zu viel, auf jeden Fall. Damit kommt er gar nicht klar, der gute Herr Peper. Okay, was sagt denn Karl? Tag, Herr Peper. Klößchen. Hallo, Willi. Hallo. Kann er wieder ein paar Snacks bestellen? Ist Ihre Nichte Cindy nicht auch bei den Wild Girls? Was? Haben Sie schon die neue Hello? Da soll ein Bericht über die Wild Girls drin sein. Oh, die und ihre Wild Girls, das ist interessant. Ist Ihre Nichte Ja, leider. Ah. Eigentlich heißt sie ja Erika, jetzt nennt sie sich Cindy. Okay. Naja, sie wird immer übergeschnappter. Meine Aha. Schwester, ihre arme Mutter, weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Für Cindy dreht sich die Welt nur noch um Klamotten, Autos und Partys. Okay, also er, der Herr Peper, ist der Onkel von Cindy von den Wild Girls. Auch krasser Story-Plot-Twist, Leute. Brauchen Sie das Plakat noch, wenn das Konzert vorbei ist? Nein, ich würde es wegwerfen. Willst du es benutzen, Willi? Bloß, ich hab's schon meiner Tochter Katja versprochen. Ach so. Tut mir leid. Weil du nur eins bekommst als Kiosk-Typ. Da kann man nicht mal sagen, hey, ich hätte gerne noch 2, 3 Poster, weil die sind natürlich Gold wert. Ich verstehe schon. Okay, gut. Also, Klößchen ist wieder der größte Fan von den Wild Girls. Aber Karl hat doch auch eins. Kann Karl der Computer das nicht kopieren? Vielleicht ist er nicht nur Karl der Computer, sondern auch Karl der Kopierer. Okay. Hallo, Herr Peper. Ja. Tag, Gabi. Tag. Und, was geht ab? Wie geht's Katja? Mhm. Seit sie nicht mehr zum Jazzdance kommt, sehen wir uns leider nur selten. Ah, sie geht zum Jazzdance, die beiden. Brauchen Sie vielleicht eine Aushilfe? Oh, ich shit. Ich suche einen Job für den Sommer. Was? Seit wann? Oh, Gabi, einen Job für den Sommer. Tut mir leid, Gabi. Wir hätten bestimmt genug Arbeit für dich, aber wir können dich nicht bezahlen. Oh. Wir sind ja froh, wenn wir so über die Runden kommen. Aber versuch's doch mal auf dem Golfplatz, wo Katja jetzt arbeitet. Die suchen noch Caddies. Katja arbeitet auf dem Golfplatz? Wow, was ist da los? Katja arbeitet auf dem Golfplatz? Es gibt einen Golfplatz? Das muss doch irgendwo hier, da war doch gerade was. Hier, da. Wow. Golfclub. Country Golf Club. Oh, guck doch mal den Bentley an, wie er hier steht. Wie der auf dem Kennzeichen einfach mal steht, wie viel er kostet. Und zwar 1 Million Dollar. Nur für Mitglieder. Alles klar, dann kann Gabi schon mal nicht rein. Ah! Hallo? Guten Tag. Aufmachen, Drogenfahndung. Guten Tag, ich suche einen Job für den Sommer. Guten Tag, ich suche einen Job für den Sommer. Mhm. Ist bei Ihnen noch was frei? Ja, dann musst du erstmal hier deine Maßangaben machen, ne? Sonst wollen die dich nicht haben. Ist Katja da? Und dein die Alter, arbeitet bei Ihnen. Wobei das zweitrangig ist. Das hier. Guten Tag. Ja, 1 oder 2 Caddies brauchen wir noch. Mhm. Komm rein. So ein weiblicher junger Teenie-Caddy, das ist doch immer... Das mögen die alten Herren bist doch gerne. Bist du nicht die Tochter von Kommissar Glockner? Wer bist du denn? Mein Name ist Main. Ich bin der stellvertretende Bürgermeister. Guten Tag, Herr Main. Wen wir nicht alles hier beim Golfen kennenlernen. Ich meine, ist sie jetzt schon Caddy?
muss es noch ein Vorstellungsgespräch oder ist sie einfach rein und hat sich dann hier, ich meine, da hinten ist wahrscheinlich irgendwo das Tor, ja? Und ist sie jetzt einfach so durchgelaufen und ist halt jetzt hier, weil YOLO oder was? Ich suche Hinweise im Fall Sauerlich. Ist Ihnen hier etwas aufgefallen? Aha, als ob. Gibt es hier im Golfclub jemanden, der Herrn Sauerlich nicht leiden kann? Ey, die sind doch alle, stecken doch unter einer Decke, die ganzen Golfclubs. Ich suche Hinweise im Fall Sauerlich. Na, ganz der Papa. Ich spiele hier hin und wieder eine Runde zur Entspannung. Ja? Cool. Ich spreche mit kaum jemanden. Ah, ja, genau. Mhm, ja, klar. Ja, klar. Die würden sich auch nicht gegenseitig verraten, wenn sie einen Mord beobachtet hätten, Leute. Das ist einfach, das ist wie in einem Pferdestall. Die sticken einfach voll together und die verraten nichts. Komme ich jetzt hier einfach rein? Hallo? Guten Tag. Ja, hallo. Das ist ein bisschen geil. Warum wird das Ding rot, wenn der redet? Oder sitzt da einer drin, der dieses Fach aufmacht und dann rausguckt? Oder ist es wie Kit, dass es dann rot wird, wenn jemand redet? Ist Katja da? Die Arbeit. Guten Tag. Ich suche einen Job für den Sommer. Ist bei Ihnen noch was frei? Ja, aber das wissen wir doch schon, dass was frei ist. Guten Tag. Ja, ein oder zwei Caddies brauchen wir noch. Komm rein. Okay, also das ist auf jeden Fall, der lässt uns auf jeden Fall rein. Und wir enden immer bei dem Herrn Bürgermeister. Also beim Stelfi-Bürgermeister, Vize-Bürger-Bruder. Ich suche Hinweise im Fall Sauerlich. Ist Ihnen hier etwas auf? Gibt es hier im Golfclub jemanden, der Herrn Sauerlich nicht leiden kann? Den alten Sauerlich? Hm. Nein, der ist recht beliebt. Es könnte höchstens sein, dass der eine oder andere neidisch ist. Ja. Zum Beispiel dieser geizige Dr. Port. Ein Dr. Port? Was? Sind wir hier bei Cluedo oder was? Wer ist denn der? Mann, ich will. Muss ich jetzt mit Gabi nochmal rein? Oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Kommt ein anderer dann auch rein? Hallo? Sucht Tim denn vielleicht auch ein Dings für den Sommer? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Was können wir für dich tun? Hallo, mein Name ist Tarzan. Ich wollte mich für eine der freien Stellen als Caddy bewerben. Genau. Gut, komm rein. Okay, sie nehmen also alle Früchtchen. Aha, also das ist also unsere Tour. Und was wollen Sie, junger Mann? Ja, ich bin. Guten Tag, Herr Main. Ich bin Tim, ein Freund von Willi Sauerlich. Gott, er kennt ihn natürlich. Ist Ihnen hier auf dem Golfplatz irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Gott, muss der schon genervt sein. Ständig kennen Sie Herrn Sauerlich? Vollidioten. Ist Ihnen hier auf dem... Nein, hier ist alles normal. Nur Sauerlich läuft bei Stress zu Hochform auf. Er hat mich doch gestern glatt geschlagen. Okay. Ja, keine Ahnung. Was soll das? Okay, wo waren wir denn noch nicht? In der Villa Sauerlich waren wir noch nicht. Was geht hier ab? Hallo? Oh, jetzt fällt Klüsschen wieder die Treppe runter. Bertha, ich grüße Sie. Ah, nee, Bertha ist da. Hallo, Tim. Ja, und? Gibt es schon was Neues? Ist Tom, Ihr neuer Gärtner, da? Was? Guck mal im Gewächshaus nach. Tom wollte heute die Geranien umtopfen. Danke, Bertha. Tschüss. Okay, die lässt uns nicht rein. Also die Villa Sauerlich ist... Okay, da geht's zum Gewächshaus. Tom, der Gärtner. Hallo, aha. Tom, wie geht's? Aha. Grüß dich, Tim. Danke, es geht so. Oh, was ist los? Bist du emotional? Was hast du für Probleme, Bruder? Du hast doch Ersatzdienst im Altenheim gemacht, oder? Hast du noch Kontakt zu den Ärzten oder dem Pflegepersonal? Aha. Kommst du nicht vielleicht noch an Tickets für das Konzert der Wild Girls heran? Ach, der hat auch ein Wild Girls Konzert-Ticket da hinten. Hier, so, komm, wir sind alles Wild Girls. Du hast doch Ersatzdienst. Nee, ich war nicht im Altenheim. Ich war in der Poliklinik. Ah. Hab da aber als Gärtner gearbeitet und wenig mit dem Krankenhausbetrieb zu tun gehabt. Okay. Er war also in der Poliklinik. Komisch, auf dem Beipackzettel von diesen Schlaftabletten stand ja auch Poli drauf, ne? Mhm. Unglaublich, was? Direkt von der Schulaula in die internationalen Charts. Und das alles in nicht mal 2 Jahren. Ja, und ich stand bei ihrem ersten Auftritt in der Aula hinter der Bühne.
Wie hab ich mitgefiebert. Der Text des ersten Liedes ist sogar von mir. Was? Alles war okay, bis dieser Roger auftauchte. Oh, so, er hat die Mädels gemanagt damals, der Tom, der jetzt Gärtner ist. Und dann kam Roger von Roger Records. Das muss ja ein fieser Bastard sein. Okay. Wollen wir nochmal nachhaken? Ich glaube, das verlangt nach einer Nachhakung. Mal gucken, was er sonst noch zu sagen hat. Du hast doch Ersatzdienst im Altenheim gemacht, oder? Kommst du nicht vielleicht noch an Tickets für das Konzert der Wild Girls heran? Ja, Mann. Fehlanzeige. Hab selbst keine Karte. Ah, okay, also das bringt nichts mit Tim. Ich komm einfach nicht an Sally ran. Sally? Sie wird offensichtlich von diesem Roger abgeschirmt. Okay, also es gibt noch eine Sally und das ist die andere und es gibt Cindy. Aber dann müsste doch der Vater von Katja müsste doch an Tickets kommen, wenn er der Onkel ist. Oder? Komm, wir gehen mal mit Willi nach Hause. Mal sehen, das öffnet uns ja normalerweise alle Toren. Ja, Thomas, sei gegrüßt, Meister der Gardenie. Mach dich nicht lustig über mich, Willi. Bin schon deprimiert genug. Warum? Warum? Was ist los? Meine Mutter ist total begeistert von der rosa Gardenie, die in der Halle steht. Frag ihn doch mal, was los ist. Ach, Kopf hoch. Das wird schon wieder. Sally ist nicht die einzige Frau auf der Welt. Ach, er hatte was mit Sally. Ach, Willi, du hast ja recht. Trotzdem könnte ich heulen, wenn ich mir Sally mit diesem Roger vorstelle. Verstehe. Aber was soll ich machen? Ja, als kleiner Gärtner kann ich ihr außer Blumen halt nichts bieten. Naja, also dann ist sie eine oberflächliche Tussi und du willst sie auch nicht. Okay, mein Lieber? Also wenn es darum geht, also wow, ne? Wow. Also wenn Sally sagt, du bist nicht fein genug, weil du nur ein Gärtner bist, dann scheiß auf die Alte, okay? Scheiß auf die Alte. So, gut, wir gehen mal mit Wilbert Sauerlich ins Haus. Er muss klingeln in seinem eigenen Hi, Haus. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Hat er keinen Schlüssel? Ja, kann ich vielleicht rein? Ist jemand zu Hause? Alter, das ist dein Haus. Ich habe Hunger, Bertha. Gibt's was Schokoladiges? Ja, komm, für den Spaß. Ich habe Hunger. Auf Anordnung deines Vaters verarbeite ich zurzeit keine Schokolade mehr. Aber ich habe ein paar Mandelplätzchen im Ofen. Du hast oh, fein, danke. Oh, fein, Mandelplätzchen, geil. Tschüss. Ich nehme 1000. Hey, wie tschüss. Hallo, ich will diese Mandelplätzchen haben. Was heißt denn da tschüss? Ich will sofort rein und mir alle Mandelplätzchen in die Kauleiste reinballern. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Ja, komm, lass mich mal rein hier. Ist jemand zu Hause? Ja. Ja. Ist jemand zu Hause? Tut mir leid, Willi. Deine Eltern sind nicht da. Naja, auch gut. Ich komm trotzdem mal rein. Ich glaube auch, ja. Ist jemand zu Hause? Nein. Oh, das heißt, ich darf nicht in mein Zimmer? Nein, du musst draußen bleiben, Willi. Ja, aber ich bin müde und habe Hunger und muss eine Hausaufgabe machen. Nein, deine Eltern sind nicht da. Du musst draußen bleiben, Willi. Tut mir leid. Naja, komm trotzdem mal rein. Nein, das kann ich leider nicht gestatten. Nein, tut mir leid, Willi. Du musst draußen bleiben. Hunde müssen draußen bleiben. Und dicke Jungen, so wie du. Tschüss.